und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hausbausimulator. Mal schauen, ob uns dieser Skill weiterhilft. Blinder Meister. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Länge des Holzes um ca. 30% verschätzen, da du es während des Verlegens. Gut. Bearbeiten kannst. Okay. Das ist ja das, was wir eben schon gesehen haben. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass das hier... jetzt passt. Könnte aber auch nicht sein. Man weiß es nicht. So, gut. Dann holen wir uns nochmal einen weiteren Baum ran. Ja, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall bei diesem Spiel, wäre es auf jeden Fall sehr sinnvoll gewesen, wenn wir schon alles einzeln machen müssen, dass wir jetzt auch die Bäume da mit dem Fahrzeug transportieren müssen, ne? Also dann so für richtig Schmerzen. Das ist ja bestimmt gut. 7,62 Meter. Und der ist... so, jetzt machen wir mal zu kurz, ja? 30% können wir uns verschätzen. Angeblich. Ja, und so können wir Holz sparen. Sehr gut. Das heißt, ich bin so geschickt, dass ich sogar an den Baum was dran flanschen kann. Das kennt ihr vielleicht von damals, vom Weihnachtsbaum. Wenn oben die Spitze nicht schön war, ne? Dann Spitze durchsägen, was dazwischen bauen oder was abmachen. Wenn sie zu lang oder zu kurz war. So, das ist immer noch 6 Meter. Gucken wir, ob das wirklich stimmt. Gehen wir mal auf 5,60 Meter. Ja, das ist schon ganz praktisch so. Da kann ich mit arbeiten. Oder das ist wirklich immer noch zu kurz. Kann ich euch vorstellen. 3,50 Meter. Ne, der hier müsste passen, wenn nach diesem System. Ja, geht doch. Ja, wir haben 26% schon fertig. Wir haben uns ja gefragt, ne? Also wie umfangreich wird das Spiel werden? Was kann man da alles machen müssen und so weiter? Jede Menge viel ist, glaube ich, die Antwort. Gut, wir haben einen neuen Skillpunkt. Gucken wir uns gleich an. Vorher machen wir hier nochmal so 30%. Sollen wir das mal ausnutzen? 4,56 Meter. Das wären dann 4 Meter, kannst nicht sehen, sind 10, sind 40, sind 3, ja, das müsste noch gehen, ne? 4 Meter, knapp. Zack. So, wir haben einen neuen Skillpunkt. Palmen. Nein. Holzspalter. Verdoppelt die Anzahl Stämme, die beim Schneiden mit der Kettensäge... was? Bitte was? Bitte wie? Aber er kann doch nicht einfach... nein, noch ein neuer Skill. Der Spieler, glaube ich, Mitleid. Immer rüber. So. Aber wo? Jetzt kannst du Materialien im Inventar tragen, ohne sie ablegen zu müssen. Das hatten wir ja schon, ne? Aber warum blinkt denn das da oben? Was ist denn jetzt neu? Du hast diese bereits. Hä? Das hatten wir doch schon freigeschaltet, aber bin ich doof. Ich glaube, ich bin doof. Ich bin so dumm, dass es knallt. Aber das sind jetzt 60%. Wir gucken mal. Nein. Oder vielleicht doch. Hm. Trotzdem geht hier jede Menge Holz rein. Das ist schon krass, ne? Und die Bäume wachsen nach, seht ihr?
Hätte ich es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist ja witzig. Dann nehmen wir einfach mal zwei Baumstämme mit. Warum denn nicht? Gut. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 4 Meter. 2 mal 4 Meter. Da ist der Eberhard. Der möchte auch mal Hallo sagen. Okay, das wäre jetzt Verschwendung. Gut, dass ich jetzt einmal komplett rumgelaufen bin. Es war sehr wertvoll, der Beitrag. So viel zum Thema Verschwendung. So, und das hier ist dann nochmal 7,50 Meter. Sind 7, sind 6,80 Meter, sind... Füchschen! So, 6 Meter, was habe ich gesagt? 6,80 Meter, 6 Meter 80, sag mal 6,60 Meter zur Sicherheit, ne? Dass wir nicht ganz falsch liegen. Ich kann sogar Kopf rechnen, ne? Manchmal. Das sollte jetzt hier hinten passen. Wenn es zweimal 30, also wenn es nur 30% wären. Es scheint aber 60% zu sein. Das ist natürlich krass. Das wäre krass. Das wäre krass, Alter. Geht der quer? Nee. So, den hier. Ja, für die Kleinen da können wir einfach mal... So würde ich sagen. Den haben wir noch vorbereitet. Und dann geht es hier weiter mit 1,80. 1,80, 1,60, 1,70. Ja gut, da würde ich einfach jetzt ein paar 1,60er machen. So, noch ein neuer Skill. Ich bin gespannt. Was haben wir hier? So. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Länge des Holzes um ca. 50% verschätzen, da du es während des Verlegens bearbeiten kannst. Aha. Nochmal 50%. Bei wie viel sind wir denn dann? Da sind wir ja schon bei 80, hä? Ist das kumulativ oder additiv? Ist das gleich, ne? Ist das kumulativ oder relativ? Weiß keiner, ne? Wieso frage ich euch einfach eigentlich? So, dann könnten die aber hierfür reichen, siehst du? Huch. Toll. So, und dann könnte der sogar hierfür reichen. Nee. Vier
Die brauchen wir noch für die... Für die, für die Fensterränder. Da können wir diese kleinen ja nehmen. Die können wir einfach liegen lassen. Würde ich vorschlagen. Also 50 plus 30 plus 30 war jetzt meine These, ne? Ja. Wir sind bei 100% angekommen. Also die Hälfte können wir jetzt nehmen von dem, was wir brauchen. So wie es aussieht. Aber warum passt dann der hier nicht? Hm? Der geht ja auch nicht ganz durch oder so. Ist das vielleicht, weil der vorher gemacht wurde? Wäre das möglich? 4,50 Meter. Dann machen wir mal... Kannst du schlecht lesen? 3,50 Meter. Das könnte sein, dass es daran liegt, wann das Ding gebaut wurde. Verdreifache die Anzahl der Stämme beim Schneiden mit der Kettensäge. Yes! Achso. Ich nur freuen, auch nehmen. So. Gut, das ist das und das ist jenes. Das war sehr geschickt gerade wohl. Gut, dass du so clever bist. So, dann können wir die nämlich auch mal zerteilen. Ja, und da tanze ich doch glatt hier beim Hausbau mit euch ein Cha-Cha-Cha. Selbst das passt jetzt. Krass. Nee, das ist zu kurz. Das will er nicht. Das hier wird nicht mit dem Stück hier nicht reichen, ne? Auch wenn er noch schon relativ frisch ist. Ne. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber wie viel Prozent ist es denn jetzt insgesamt? Da müsste man vielleicht mal so eine Gesamtsummierung sehen. Wäre nicht schlecht. Alright, aber so kommen wir auf jeden Fall voran hier. So, dann sägen wir den hier mal direkt hier hinten, weil hier brauchen wir den ja auch. So, wie viel sind's? 7,5 Meter. 7,5 Meter, das heißt 7,5 Meter, 6,80 Meter, 6,60 Meter. Ach ne, wir sind bei 100%, ne? 7,5 Meter. Was rechne ich denn eigentlich für ein Quatsch da gerade? 7,5 Meter. So. Wenn wir bei 100% wären, dann würde die Hälfte reichen. Das heißt, wenn ich den hier in der Mitte durchsäge, wäre das schon GG. Nee. Also das reicht nicht. Interesting. Gut, die reichen natürlich da hinten dann dafür. Also 100% sind es nicht. Dann ist es relativ, nicht absolut. Ne? Also die addieren sich nicht, sondern es ist nochmal Prozent von Prozent von Prozent. Oder rede ich gerade Quatsch? Habe ich falsch gerechnet? Naja, bei 100%... Ich bin verwirrt. Ich halte einfach die Klappe. So, warte mal, 100%. Ja, 30 plus 30 mal 110. Nee. So. K
kannst du die Länge um 30% verschätzen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Meter bräuchten, kann 70 gehen. Und 50 sind 80. Wo habe ich den letzten 30% her mir fantasiert? Da habe ich wahrscheinlich einfach nur den Skillpunkt nicht angenommen, ne? Was das? Also sind keine 100. 7,5. So, pass auf, dann machen wir mal. Aus 7,5 machen wir mal 6. Das müsst ihr alle Male gehen. So, und das wird auf jeden Fall für den hier reichen. 2,88. So, die Idee ist, dass wir den dahin packen. Und den kleinen nach da. Achso, da haben wir hier auch nochmal. Ja, da wird den Geiz, ne? Aber ich habe halt gelernt, wenn man nicht sparsam ist, dann wird aus einem nichts. So, die hier, die hatten ja dann zu gar nichts getaucht, ne? Dann können wir die hier mal. Mal, mal bis wie kurz das könnte man. So könnte man natürlich auch testen, wie. Wie kurz das wirklich geht, ne? Gut, das war wirklich nicht lang genug. Das war auch klar. So. Na. Das passt. Können wir den dahin. Und da geht's hier wieder weiter. Nein! Ja, voll die Verschwendung geworden. Hier nochmal eben kurz einmal. Selbst das geht. Oh, krass. Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wie lange es geschnitten ist. Okay, Leute, ihr seht, es geht jetzt mittlerweile relativ zügig voran hier, weil wir natürlich jetzt auch die Skills haben, aus einem Baum magische 3 Bäume zu zaubern. Warum nicht? Deswegen, ich freue mich drauf, in der nächsten Folge rauszufinden, was wir dann noch alles machen müssen, denn ja, so ein Haus muss natürlich auch innen einrichten und so. Da bin ich ja mal echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Na? Ja, das ist noch einer von der alten Sorte hier. Dann machen wir daraus jetzt mal, dass das dann für die hier wird. Und dann können wir den hier dahin packen. Dahin. Boah, ist schon fast ein ganzes Haus, ne? Ja, aber wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe richtig Spaß hier dran. Deswegen, geht's in der nächsten Folge weiter. Würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, du schaust dann auch wieder rein. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.